Grüße aus Lübeck. Heute zeige ich euch unsere Firma in der Parkstraße, also ein ganz, ganz toller Ort. Ich freue mich total, euch das zu zeigen, und das Wetter hat mitgespielt, weil es war die ganze Zeit regnerisch und kühl. Jetzt nur noch windig, aber es hat aufgeklärt. Und heute ist der beste Tag deines Lebens. Enjoy the video. So, das ist hier die, diese Villa, die wundervolle Villa. Die ist nicht ganz unsere. Wir haben also einen Teil davon gemietet. Und jetzt machen wir einen kleinen Rundgang durch die Villa. Immer wieder total schön hier zu sein. Weil es einfach so ein wunderschöner Garten ist. Wir liegen hier direkt an am Stadtpark von Lübeck. Und jetzt siehst du hier gleich die Obstbäume, wo ganz tolle Äpfel dran sind, die sehr lecker sind. Das ist der erste Apfelbaum. Und hier siehst du die tollen Fenster dieser wundervollen Villa. Okay, jetzt gehen wir weiter. Rutenstrauch. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Apfelbaum, der ist hier. Da ist wieder ein Buttensträucher, Rosen haben wir sogar, da ist noch ein Pflaumenbaum und da ist ein Sauerkirschbaum. Und das hier ist unsere Terrasse. Und wenn du nach da guckst, siehst du den Stadtpark von Lübeck oder die Bäume des Stadtparks von Lübeck. So, jetzt habe ich euch den wundervollen Garten gezeigt und jetzt gehen wir in die Firma und also in unsere Firmenräume, und ich überrasche die Mitarbeiter, die nichts wissen von meinem Besuch, und mal sehen, wie sie reagieren. So, und jetzt der erste ist Alex, das ist der Teamleiter, den besuchen wir jetzt, mal sehen, wie er reagiert. Oh, hallo. Hi. Na, Matthias, hey. Was für eine Überraschung, hey. Na, das machst du ganz schön. Ja, also ich bin gerade dabei, die AdWords-Anzeigen für Weihnachten vorzuplanen. Also wir müssen ein bisschen auf AdWords Werbung machen. Ich bin ja fürs Marketing zuständig, Teamleitung Marketing zur Hauptverantwortung, und da bin ich gerade dran, quasi die Anzeigen vorzubereiten und das Projekt sozusagen zu managen. Neben vielen anderen Projekten, die eben auch noch so anstehen. Ja, klasse. Ja. Ja, und läuft gut, oder? Läuft gut, ja. AdWords läuft sehr gut bei uns. Ja. Ein Glück, ne? Muss man sagen. Ja, und ich wollte mal gerade jetzt, wo es gerade so passt, ne, ein bisschen Product Placement machen. Also es ist so, ich habe ja immer diese Shakes bei mir im Büro stehen. Ne? Und wo ihr mich jetzt gerade filmt, das sind meine täglichen Begleiter quasi. Also Guarana und Energy Fitness Shake, und trinke ich echt immer super gerne jeden Tag. Und das ist jetzt wirklich so, dass das oft in meinem Büro steht, wie auch heute. Ne? Deswegen passt es halt gerade, und wollte ich nur sagen. Achso, und das benutzt du dann auch für die AdWords-Anzeigen oder als Inspiration? Ja, also es ist da natürlich so immer zum großen Vorteil, wenn man die Produkte selbst so hat, ne, im Büro einfach und sich die mal anschaut nochmal. Aber ich nehme es halt auch täglich einfach, weil es halt super viel Energie gibt, ne, und es super für die Arbeit ist. So. Ja. Ja, schön. Gehen wir nochmal in die Küche. Ciao. Ciao. Das ist hier unser Essraum. Und jetzt gucken wir uns nach der Küche an. Ganz, ganz schön. So, und jetzt schauen wir mal, was die Mitarbeiter machen. Das ist unser Hauptraum, wo ich jetzt hingehe. Hi! Na? Oh, hi! Matthias, grüß dich! Hi! Hallo Anna! Hi! Na? Was machst du gerade Schönes? Ja, ich schreibe fleißig in unseren Newslettern, also was ich auch so mache, und Produkttexte, genau. Und welche Newsletter hast du gerade? Das wird unser Sandra di Drago. Ah, okay. Ja, genau, schön. Ganz frisch und ja. Ganz aktuell. Ja. Schön. Gut, wir gehen zum nächsten. Hallo Yusuf. Hey. Ja. Machst du gerade Schönes? Ja, ich mache gerade die neue Untersetzer fertig, die Blume des Lebens Untersetzer. Ja, müssen wir immer ein bisschen rumprobieren, dass man das so ausdruckt, dass quasi keine Farbkleckse hier aus dem Rum kommen und so weiter. Oder keine Blasen oder so. Genau, keine Blasen. Und
da muss das alles noch ein bisschen festgedrückt werden. Aha, hier liegt mein Kochbuch. Genau. Ja, das hat die perfekte Größe und das gut zum Fressen. Klasse. Ja, ich habe diese, ich hatte das Teil früher zu Hause und habe eben diese, das auch immer alles vermittelt. Selber noch am Anfang. Ja, ist schon immer ein bisschen Detailarbeit, ne? Das auch mit den Rändern, das alles passt. Ja, es musste wirklich sehr, sehr genau machen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Und was machst du sonst so bei uns? Ja, sonst mache ich Design und Shoppflege, also wenn mal irgendwie ein neues Produkt recherchiert werden muss, mache ich das. Oder Produktfotografie, die Fotos ein bisschen bearbeiten manchmal. Mhm. Da, das sind so meine Aufgaben. Und macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch wieder hier. Sehr schön, jetzt gehen wir zu Holger. Ja, hallo. Hallo Holger. Ja. Was machst du gerade? Ich trage gerade Rechnung ein quasi und leite sie dann weiter. Also ich bin hauptsächlich zuständig für die Rechnungen, die alle so reinkommen. Mhm. Da arbeite ich mit der Buchhaltung zusammen, dass alles ankommt, alles bezahlt wird und alles dann Gang geht und wieder auf den Überblick haben wir die Bibliothek. Also Meister wird genannt. Ein bisschen über Arbeit. Okay. Ja, sehr schön. Okay, viel Spaß. Also. Dankeschön. Jetzt gehen wir zu Olli. Moin, hi Olli. Na, hallo. Ja, Olli, was machst du Schönes? Ja, ich arbeite gerade an der neuen Verkaufspreiskalkulation quasi. Mhm. Ich update gerade unsere Zahlen. Mhm. Und ansonsten bin ich ja zuständig inzwischen fürs Controlling weitestgehend, das heißt Liquiditätsplanung und alles Mögliche, was Finanzen, Planung und Berechnung betrifft. Und zum anderen betreue ich noch die Shop-Projekte. Richtig, sehr schön. Ja. Klasse. Und ist gut mit der Kalkulation? Ja, das ist mein Traum. Ne? Excel und Zahlen, Mathematik, das ist genau mein Fall. Also ich kann das den ganzen Tag lang machen. Ja, schön. Weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Gut, jetzt gucken wir in den nächsten Raum. Hier ist erstmal Florian. Was machst du gerade Schönes? Ich beantworte gerade Kundentickets. Da kommen alle Anfragen zu unseren Kosten rein, Fragen, wie man die anwendet und was wir noch so empfehlen können in der Situation. Das ist halt so mein Tag. Auch am Telefon, da fehlt es nicht. Deswegen kann ich nur schreiben. Und das schaffst du, oder? Da fragt jetzt gerade einer über die Express-Dampo Premium. Er hat uns vor kurzem entdeckt und ist unheimlich glücklich darüber. Okay. Er hat dann Fragen auch zur Amazonas-Darmreinigung, zur Chaga-Tinktur und zu Protop-Produkten, wie er die in Kombination setzt, wie er es machen kann. Ah ja, genau. Und da hast du gerade verfasst gerade was. Genau, dann mache ich mit ihm gerade viele Tipps zu den einzelnen Produkten, die Reihenfolge ausdrücken. Ja, das ist am besten an. Ja, schön. Genau. Okay, dann bis gleich. Dann bis gleich. Martha, hi. Hi. Was machst du schön? Ja, ich bereite Weihnachtsbanner vor. Mhm. Also so mit Suche Bilder, genau. Bei Pixabay oder Social Media und suche Bilder, die für Banner geeignet sind. Mhm. Schön, natürlich, kraftvoll und weihnachtlich vor allem. Ne? Mhm. Die sollen weihnachtlich wirken. Ja, schön. Und das ist dein kleiner Rechner, ne? Ja, mein Rechner mit Laptop-Halterung und den habe ich hier mitgebracht und mein Pad, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Zeichenpads. Ach so, okay. Ich mag keine Mäuse, ich mag Stifte. Mhm, das passt jetzt so. Das jetzt Grafik, ne? Ja, genau. So, und jetzt gehen wir noch zu Lia. Hi. Hi, Lia. Ja. Hey. Hab ich gesehen. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja. Was machst du schon? Ich darf gerade auf meinen Kunden schauen. Ich habe ja so ein Moment regelmäßig erhalten. Ich habe gerade da Christmas geschickt, eine Empfehlung. Und da gucke ich gerade, ob die zu 100% natürlich sind, ob das Bio ist, ob die Verpackung uns interessieren. Und schaue, ob das alles so stimmt. Ah, super. Hast du schon was Spannendes entdeckt? Viel. Mhm. Also gerade im Bereich der Kokosmethik, in dem ich gerade regelmäßig mal gucke, den ich echt selber schon spannend finde. Und hier schon ein Paket. Ah, dann Proben, na toll. Ich kriege ständig Proben. Ja, klasse. Genau. Freue mich schon. Vorwärts. Okay. Okay, bis gleich. Ne? Ja, bis gleich. Und jetzt zeige ich euch noch unseren Besprechungsraum. Also die Flasche der Lippen. Das ist so der schönste Raum im ganzen Gebäude. Also das ist wirklich
wirklich total schön, total hell. Und hier geht es dann auch zu unserer Terrasse. Mit dieser Terrasse hast du einen wunderschönen Blick in den Garten und einen wunderschönen Blick auf den Stadtpark. Und hier siehst du nochmal die Rosen und die Apfelbäume. Ja, also das war unsere Firma in der Parkstraße in Lübeck. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du Fragen zu uns hast, zum Team, dann schreib es gerne in die Kommentare. Wenn du mehr Informationen über uns bekommen willst, auf regenbogenkreis.de gibt es auch eine Teamseite. Gibst du einfach in die Suche Team ein. Dort findest du die Mitarbeiter, die sich nochmal einzeln vorstellen. Und ansonsten ja, wünsche ich dir einen wunderschönen und glücklichen Tag. Danke fürs Zuschauen. Liebe Grüße.